Das ist Joseph Walker, wie er kurz vor einem historischen Flug aussah, von dem er aber noch nichts wusste. Er lächelt seinem Begleitflugzeugführer zu, der das Okay-Zeichen gibt, und schließt das Cockpit seines stählernen Freundes. Das neueste unmotorisierte Raketenflugzeug, die X-15. Sie befindet sich unter der Tragfläche einer Boeing B-52. Sie heben ab und steigen auf 13 Kilometer. Joseph ist ruhig und erfreut sich, denn er hat sich sein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Er vertraut seinem Freund mit den Stahlflügeln wie keinem anderen. Die Boeing setzt die X-15 ab. Die Raketen werden gezündet und mit einem kräftigen Schub fliegt Joseph steil auf den Rand des Weltraums zu. Er weiß, dass sein Traum vom ersten suborbitalen Flug schon bald in Erfüllung gehen wird. Joseph stellt die Regler ein, um die Energie der Rakete zu verstärken. Normalerweise schaut er aus seinem Flugzeug auf den blauen Himmel, aber dieses Mal hat er einen wunderschönen Blick auf die gekrümmte Erde und den schwarzen Horizont. Ein visueller Hochgenuss, den nur wenige Menschen erleben. Die Reaktion von Joseph Walker zeigt, dass er die Schwerelosigkeit erreicht hat. Willkommen im Weltraum. Der Pilot sagt leise: Wir haben es geschafft, Leute. Sein Nachname Walker hat ihn schon immer zum Handeln angetrieben. Er musste einfach vorwärts gehen, nach höherem Streben. Und er wollte nie stehen bleiben. Als Kind liebte er es, mit seitlich ausgestreckten Armen umherzulaufen. Dabei stellte er sich vor, dass seine Füße vom Boden abheben, und es kam ihm vor, als würde er fliegen wie ein Mensch in einem Flugzeug. Als er als Testpilot arbeitete, flog er in der Abenddämmerung oft über die Lichter der Stadt. Sie wirkten für ihn wie ein gigantisches Mosaik und ließen ihn von fernen Sternen träumen, die er irgendwann erreichen wollte. Und damit war sein Traum geboren, Astronaut zu werden und das Astronautenabzeichen Astronaut Wings zu bekommen, was er als große Ehre sah. Um seinen Traum wahr werden zu lassen, studierte Joseph und machte einen Bachelorabschluss in Physik. Außerdem sammelte er umfangreiche Testerfahrungen in den ersten Flugzeugen der X-Serie. Obendrein absolvierte er 27 Flüge in Raketenflugzeugen, nachdem er 1951 der NASA, das steht für National Advisory Committee for Aeronautics, in Dryden beigetreten war. Er kombinierte seine praktischen Erfahrungen mit solidem technischen Wissen. Fragst du dich auch, was einen Testpiloten antreibt, jeden Tag sein Leben zu riskieren? Ist es Mut, Pflicht, Hingabe, Leidenschaft? Wahrscheinlich alles. Joseph war ein talentierter Testpilot und hätte mit niemandem den Job getauscht. Aber er strebte immer nach höheren Zielen. Und deshalb war er die richtige Person für das X-15-Raumfahrtprogramm. Er wurde zum Chefpiloten berufen. Das Team aus Ingenieuren und 12 Testpiloten musste ein Flugzeug entwickeln, das mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen konnte, ohne Schaden zu nehmen. Zu dieser Zeit gab es nur Theorien über Hyperschallflüge und Windkanaltests wurden nur im kleinen Maßstab durchgeführt. Die grundlegenden Fragen waren also noch offen. Werden sie es schaffen, ein Flugzeug zu entwickeln, das bei Hyperschallgeschwindigkeit stabil und kontrollierbar ist? Können sie eine Struktur entwickeln, die der hohen Erwärmung bei Hyperschallgeschwindigkeiten standhält? Und was noch wichtiger ist, überlebt ein Pilot in dieser hochenergetischen Umgebung und kann er noch angemessen reagieren? Wenn die X-15 von der Tragfläche der Boeing abgekoppelt wird, muss sie für mehrere Sekunden in den freien Fall übergehen. Erst dann können die Raketen gezündet werden. Das Risiko, dass die Raketen versagen, war also hoch. Das Team musste außerdem ein Flugzeug entwerfen, das außerhalb der Atmosphäre steuerbar ist und mit hoher Geschwindigkeit und steilem Eintrittswinkel erfolgreich in die Atmosphäre zurückkehrt. Wenn die X-15 den falschen Winkel einschlagen würde, würde es das Flugzeug zerstören. Konnten sie das wirklich alles schaffen? Das Schicksal regelmäßig herauszufordern ist eine echte Challenge für jeden Testpiloten. Joseph kannte die Anatomie seines geflügelten Freundes so gut wie seine eigene, was wichtig war, schließlich hing sein Leben davon ab. Die X-15 sah aus wie ein großer Treibstofftank mit einem Cockpit. Sie war 15 Meter lang, 6 Meter breit und 4 Meter hoch. Aber die Treibstofftanks nahmen fast 8 Meter dieser 15 Meter ein. Die X-15 wog ohne Treibstoff 6.800 Kilo und mit Treibstoff 15.000 Kilo. Der Treibstoff bestand aus flüssigem Sauerstoff und wasserfreiem Ammoniak. Um mit der Hyperschallgeschwindigkeit von Mach 6, also etwa 6.400 Kilometer pro Stunde zu fliegen, braucht man ein Flugzeug, das Temperaturen von bis zu 650 Grad aushält.
Daher wurde die X-15 aus Inconel X, einer 10 hochfesten Nickel-Stahl-Legierung, gebaut. Es wurden nur 3 dieser Flugzeuge gebaut. Aber die X-15 war bei weitem das schnellste Flugzeug, das es zu dieser Zeit gab. Es konnte mit bis zu 7-facher Schallgeschwindigkeit fliegen. Das sind gute 7300 Kilometer pro Stunde. Joseph Walker hätte also innerhalb von 12 Minuten bis an den Rand des Weltraums fliegen und wieder landen können. Angetrieben wurde das Flugzeug von einem Flüssigkeitsraketentriebwerk des Typs Reaction Motors XLR-99, das einen kräftigen Schub von 25.800 Kilo lieferte. Vor Josephs erstem X-15-Flug wusste er nicht, wie viel Kraft die Raketenmotoren hatten, aber er spürte es, als er in den Pilotensitz gepresst wurde. Er schrie: "Oh, wow!" Der riesige Schleudersitz wog 120 Kilo. Er hatte 2 große Stabilisierungsflossen, die nach dem Schleudervorgang ausgefahren wurden, und 2 große Teleskopausleger, die zur Stabilisierung des Sitzes dienten. Das Flugzeug hatte konventionelle Flügel, aber kleine, mit einer Spannweite von nur 7 Metern und einer Fläche von etwa 18 Quadratmetern. Das Heck des Flugzeugs war ungewöhnlich, mit 2 horizontalen und 2 vertikalen Flächen. Diese Heckflächen ähnelten den Federn eines Pfeils. Und sie erfüllten auch denselben Zweck. Sie hielten das Flugzeug stabil, um in die richtige Richtung zu fliegen. Die oberen und unteren Seitenleitwerke waren im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen ziemlich groß und dick. Sie waren im Querschnitt keilförmig, mit einer scharfen Kante vorne und im Außenbereich und einer stumpfen Basis am Heck. Das sorgte für zusätzliche Stabilität und verhinderte, dass das Flugzeug bei extrem hohen Geschwindigkeiten ausbrach. Der Luftstromsensor an der Nase des Flugzeugs bestimmte die Luftstromrichtung und den Aufpralldruck. Dieser Sensor wurde als Kugelnase bezeichnet. Er wurde mit einem Servo angetrieben, um sich automatisch an der Luftströmung auszurichten, die auf die Flugzeugnase wirkt. Daraus ermittelten die Ingenieure den Anströmwinkel, die Gleitwinkelneigung und den Aufpralldruck der über das Flugzeug strömenden Luft. Die Kugelnase wurde mit flüssigem Stickstoff gekühlt, damit sie während des Hochgeschwindigkeitsflugs nicht schmilzt. Joseph wettete aus Spaß mit seinen Testpilotenkollegen, wer als erster das Raketenflugzeug über die Kármán-Linie fliegen würde. Das ist die international anerkannte Grenze, die 100 Kilometer über dem Meeresspiegel liegt. Am 22. August 1963, während des Flugs 91, stellte Joseph Walker mit seinem unmotorisierten X-15-Flugzeug einen Höhenweltrekord von 108 Kilometern auf. Die X-15 wird an den Pylon auf den B-52-Flügel gehievt. Die Hebevorrichtungen befinden sich in den Wartungs-, Betankungs- und Kopplungsbereichen der X-15. Alle Vorflugkontrollen sind abgeschlossen. Take-off. Die X-15 ist das erste Flugzeug, das mit einer Trägheitsplattform und einem Computer ausgestattet ist. Aber die normalen barometrischen Instrumente sind in der X-15 fast nutzlos. Joseph hat sie zwar auf der Instrumentenkonsole, aber er braucht sie nur bei der Landung, denn in großen Höhen oder außerhalb der Atmosphäre funktionieren sie nicht. Zur Steuerung des Flugzeugs nutzt er hauptsächlich Trägheitsdaten. Start. Die X-15 löst sich von der Boeing und kommt für einige Sekunden in den freien Fall. Innerhalb von 85 Sekunden zünden die Raketen und erzeugen eine extreme Leistung. Joseph zieht das Flugzeug in einem steilen Winkel nach oben, um eine lange Parabel zu fliegen und aus der Atmosphäre auszutreten. Der Pilot hat eine gute Sicht, weil sich die Fenster direkt neben seinem Kopf befinden. Aber was bei der Sicht aus den Fenstern der X-15 anders ist, ist, dass der Pilot keinen einzigen Teil des Flugzeugs sehen kann, weder die Nase noch die Flügel. Nichts. Normalerweise orientieren sich Piloten an der Nase und den Flügeln ihres Flugzeugs, um die Fluglage zu bestimmen. In der X-15 hat Joseph nur den Fensterrahmen als Referenz. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber perfekt für den Panoramablick auf den herrlichen Horizont und die Grenze zwischen Erde und Weltraum. Joseph denkt, so ruhig wie hier ist es nirgendwo sonst. Mission erfüllt. Joseph vollführt eine perfekte Parabel und tritt erfolgreich wieder in die Atmosphäre ein. Die X-15 wirkt wie ein zäher alter Vogel, als er über die extreme Geschwindigkeit hinaus beschleunigt. Aber alles lief glatt und Joseph Walker befindet sich auf dem Rückweg. Er ist bereit, in den Gleitflug überzugehen und aus dem Weltraum zurückzukehren. Die X-15 hat einige herausragende Eigenschaften, die die Sicherheit bei der Landung deutlich erhöhen. Sie hat hochwirksame Geschwindigkeitsbremsen, die bei einem Flugzeug ohne Motor unverzichtbar sind.
Sie regulieren die Energie, damit der Pilot sicher den Boden erreicht. Je effektiver sie sind, desto präziser lässt sich die Leistung steuern und desto genauer ist die Landung. Es ist kaum vorstellbar, aber Joseph landet die X-15 etwa 11 Minuten und 8 Sekunden nach dem Start. In dieser Zeit hat er eine Strecke von 543 Kilometern zurückgelegt. Joseph Walker schreibt Geschichte als erster ziviler Testpilot, der zweimal mit einem Raketenflugzeug ins All flog. Trotz aller Risiken des X-15-Programms gingen die Testpiloten bis an die Grenzen ihrer fliegerischen Fähigkeiten und ihrer körperlichen Gesundheit, und das nur, um die bahnbrechende experimentelle Technologie voranzutreiben. Der Gesamterfolg des Programms trug zur Entwicklung des Space Shuttle-Programms bei und ebnete der NASA den Weg, um Jahrzehnte später zum Mond zu fliegen. Joseph Walker erhielt eine Menge Auszeichnungen, darunter die begehrte Astronaut Wings, allerdings erst Jahre später. Er steuerte auch das Mondlandeforschungsfahrzeug, das zur Entwicklung von Pilot- und Betriebstechniken für Mondlandungen eingesetzt wurde. Und der berühmte Mondkrater Walker trägt ihm zu Ehren seinen Namen. 4. Dezember 1970. Der Pilot Bruce Gernon hatte zwei Passagiere an Bord seiner einmotorigen Beechcraft Bonanza, seinen Vater und einen Geschäftskollegen. Sie hoben von der Andros-Insel in den Bahamas ab und flogen nach Nordwesten in Richtung der Küste Floridas. Na gut, sie befanden sich im Luftraum des berüchtigten Bermuda-Dreiecks. Aber das war ein Flug, den Bruce schon dutzende Male zuvor gemacht hat. So eine Reise würde normalerweise nur anderthalb Stunden dauern, ganz ohne Flugturbulenzen. Bruce hob also ab und nahm Flughöhe auf. Und dann fingen die kuriosen Ereignisse an. Zuerst bemerkte er nur eine kleine Wolke über sich. Allerdings wurde sie immer größer. Aber nicht, weil das Flugzeug immer näher kam, sondern weil die Wolke tatsächlich an Volumen zunahm. Bruce musste durch sie hindurchfliegen und schaffte das auch unversehrt. Er flog also höher, als noch eine solche Wolke auftauchte. Diese war noch beängstigender und Bruce blieb nichts anderes übrig, als auch durch sie hindurchzufliegen. Und in diesem Moment wurde alles stockdunkel in der Flugmaschine. Doch das war keine Gewitterwolke und es regnete auch nicht. Bruce machte sich Sorgen. Und dann, boom, weiße Lichtblitze. Für weitere 30 Minuten flog Bruce durch die Dunkelheit, bis er bemerkte, dass es immer noch dieselbe Wolke war wie zu Beginn. Doch jetzt hat sie sich zu einem Zylinder geformt und das Flugzeug flog durch ihr Zentrum. Sie schien riesig und endlos. Bruce dachte schon, dass er nie da rauskommen würde. Doch ein paar Minuten später sah er endlich Licht am Ende des Tunnels. Plötzlich verengten sich die Wände der Wolken und drohten, das Flugzeug zu umschließen. Die Navigationssysteme fingen an, verrückt zu spielen. Die Kompassnadel drehte sich wie wild gegen den Uhrzeigersinn. Die Wände kamen immer näher, wurden enger und enger und bildeten bald einen Wirbel. Die elektrischen Systeme immer noch am Durchdrehen. Bruce blieb keine Zeit mehr. Er musste da so schnell wie möglich raus. Zermürbende 20 Sekunden später schoss er aus dieser nebligen Falle. Wie Bruce später erzählte, fühlte er sich beim Verlassen der Monsterwolke für 5 Sekunden schwerelos. Die Wolken lösten sich auf und das Flugzeug überzog ein grauer Schleier. Alle Männer waren unfassbar erleichtert. Bruce schnappte sich das Radio und wollte sich mit seiner exakten Flugposition am Boden melden. Doch als der Flugdisponent auf seinen grünen Bildschirm starrte, traute er seinen Augen nicht. Das Flugzeug von Bruce war nirgends auf dem Radar zu sehen. Als ob es unsichtbar geworden wäre. Doch dann meldete der Dispatcher, dass die Maschine schon im Flugraum von Miami sei. Bruce war geschockt, das konnte nicht wahr sein. Dieser Flug dauerte doch eigentlich rund 90 Minuten. Doch dieses Mal kamen sie schon nach 47 Minuten am Ziel an. Es ist ja nicht so, dass sein Flugzeug auf einmal Überschallgeschwindigkeit drauf hatte. Dazu war die Maschine gar nicht fähig. Physisch hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Der Flugdisponent muss einen Fehler gemacht haben. Doch als sich die Wolken auflösten, sah Bruce, dass er tatsächlich über Miami war. Das Flugzeug landete sicher und nun war es an der Zeit, dieses Mysterium zu erklären. Bruce checkte den übergebliebenen Sprit und seine Uhr. Nach einer kurzen Kopfrechnung war er noch verwirrter als zuvor. Das Flugzeug hat nicht mal annähernd die Menge an Sprit gefressen, die es eigentlich benötigt hätte.
Archivaufnahmen zeigen, dass an diesem Tag 84 Sonnenflecken sowie ein massiver Sonnenwind beobachtet wurden. Das hätte zu Abnormalitäten in der Magnetosphäre der Erde und damit zu Störungen in den Fluginstrumenten führen können. Doch bis heute konnte niemand wirklich erklären, warum das Flugzeug so schnell in Miami ankam. Vielleicht wird das Geheimnis in der Zukunft gelüftet. Doch bis dahin bleibt diese Geschichte nur ein weiteres ungelöstes Mysterium des Bermuda-Dreiecks. Über 50 Schiffe und 20 Flugzeuge sind hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden. Du findest diesen Ort nicht auf einer gewöhnlichen Karte, da er keine offizielle Region des Atlantiks darstellt. Es ist nur ein kleiner Bereich Wasser in Form eines Dreiecks südöstlich vor der US-amerikanischen Küste. Im 20. Jahrhundert wurde dieser Ort zur Legende. Manche Menschen glauben, dort würde ein Ungeheuer leben. Andere sind überzeugt, es gäbe dort ein Zeitportal. Schiffe geraten in einen heftigen Sturm und landen in der Vergangenheit oder Zukunft. Einer Theorie zufolge befindet sich die Stadt Atlantis direkt unter dem Bermuda-Dreieck. Ihre Technologien erzeugen Energiestöße und zerstören Schiffe. Sogar Flugzeuge können in dieser Region verschwinden. All das ging so weit, dass sobald etwas Seltsames im Ozean geschah, jeder dachte, dass es etwas mit dem Bermuda-Dreieck zu tun haben musste. Die Angst vor dem Dreieck wird durch Bücher und Filme geschürt. Regisseure, Autoren und Journalisten nehmen das Thema gerne auf. Doch ihre Arbeiten enthalten immer nur ein paar wenige richtige Aussagen. Die Wahrheit über diesen Ort kannst du selbst herausfinden. Aber zerstreuen wir zunächst die schwächsten Theorien. UFOs, Atlantis, Zeitreise, all diese Mythen entstanden Mitte des 20. Jahrhunderts. Vor dieser Zeit gab es keinerlei Aufzeichnungen über rätselhafte Phänomene. Man bemerkte lediglich, dass dort viele Schiffe sanken. Doch dann schrieb ein Autor ein Buch über die in den Gewässern des Dreiecks ruhende Stadt Atlantis. Der Autor lieferte keinerlei Beweise, aber er beschrieb seine Hypothese sehr überzeugend. Die Menschen lasen es und befanden das Buch für gut. Die menschliche Psyche erfährt gerne Geheimnisse. Wenn du etwas herausfindest, wovon sonst niemand weiß, fühlst du dich besonders. Und natürlich fängst du an, dieses Geheimnis zu glauben. Aus diesem Grund ist das Bermuda-Dreieck-Buch so berühmt geworden. Es spülte dem Autor viel Geld in die Kasse und andere Leute wollten an seinem Erfolg teilhaben. Es entstanden fantastische Geschichten über Zeitreise und Geheimbasen. Schließlich wurden Dokumentationen produziert. Doch jegliche Arbeiten zu der rätselhaften Natur des Dreiecks basieren auf keinen echten Fakten, sondern Theorien aus anderen Büchern. In diesem Chaos die Wahrheit zu finden, ist unmöglich. Manche Menschen erfahren halt gerne Geheimnisse, auch wenn sie reiner Schwindel sind. Wenn du wirklich willst, findest du aber die Wahrheit heraus. Nimm dir einfach einen Mythos vor und untersuche alle Quellen, die seine Wahrhaftigkeit untermauern. In den meisten Fällen wirst du nur unwissenschaftliche Bücher und Filme finden. Aber es gibt auch realistischere Theorien und die sind nicht weniger interessant. Einer Hypothese zufolge verschwinden die Schiffe aufgrund von Methan. In dieser Region gibt es Gaslagerstätten unter dem Meeresboden. Manchmal entweicht das Gas und steigt an die Oberfläche. Sobald Methan mit Wasser in Kontakt kommt, bildet es riesige Blasen, die das Wasser aufschäumen und große Wellen erzeugen, die Schiffe kentern lassen können. Diese Theorie ist ziemlich real. Dieses Phänomen gibt es tatsächlich, nur halt nicht im Bermuda-Dreieck. Keine der unzähligen Studien konnte erhöhte Konzentrationen des Gases in diesem Bereich nachweisen. Der letzte Austritt von Methan ist über 15.000 Jahre her. Eine weitere realistische Theorie handelt von Monsterwellen. Sie bilden sich ohne Sturm oder Wind. Die ruhige Wasseroberfläche türmt sich innerhalb von Sekunden zu einer Welle in der Höhe eines fünfstöckigen Gebäudes auf. Sie versenkt ein Schiff und verschwindet wieder. Das Meer ist wieder ruhig, als hätte es keine Welle gegeben. Manche Wissenschaftler glauben, das Phänomen entstünde, wenn eine Oberflächenmeeresströmung mit starkem Gegenwind kollidiert. Doch es gibt auch Fälle, bei denen kein Wind involviert war. Auch eine Kollision von warmen und kalten Strömungen wäre denkbar. Aber die aufregendste Theorie spricht von kinetischem Vampirismus. Unter bestimmten Bedingungen haben Wellen die Fähigkeit, kinetische Energie auszutauschen. Unter allen Wellen gibt es eine große, die Vampirwelle. Sie absorbiert die Energie aller anderen. Die Energie wird angestaut und entlädt sich schließlich. Das erklärt zumindest die Wucht und das plötzliche Auftreten solcher Wellen.
All diese Theorien scheinen logisch, trotzdem haben Wissenschaftler dieses Phänomen bisher nicht umfassend klären können. Ja, Monsterwellen können Schiffe versenken, aber nicht nur im Bermuda-Dreieck. Sie treten selten auf, dafür aber in den Gewässern aller Weltmeere. Kommen wir also zur nächsten Theorie. Einige, die diese Gewässer kreuzten, berichteten von verrückt spielenden Navigationsgeräten. Kompasse und elektronische Geräte gaben den Geist auf, der Funkkontakt brach ab. Den Grund dafür finden wir, wenn wir das Dreieck vom Weltraum aus betrachten. Mit speziellen Sensoren und Geräten kann man sehen, dass das Erdmagnetfeld im Bereich des Bermuda-Dreiecks geschwächt ist. Dieses Feld schützt uns vor Solarstrahlung. Astronauten der ISS sagen, dass das Dreieck mehr Sonnenpartikel abbekommt als andere Teile des Planeten. Aus diesem Grund ist die Elektronik in dieser Region unzuverlässig. Doch solche Störungen betreffen keine Satelliten oder andere Objekte, die in der Erdatmosphäre schweben. Bereiche mit einem schwachen Magnetfeld gibt es überall auf der Erde und dort werden Navigationsgeräte so gut wie nie gestört. Das bedeutet, Schiffe und Flugzeuge funktionieren unter diesen Bedingungen einwandfrei. Allerdings versagt der Kompass im Bereich des Dreiecks. Könnten magnetische Anomalien die Navigationssysteme beeinträchtigen? Auch diese Theorie wurde schnell widerlegt. Wissenschaftler prüfen regelmäßig die magnetische Karte der Region und finden keine Abweichungen von der Norm. Der Grund für die Unzuverlässigkeit von Kompassen ist keine Anomalie. Das Bermuda-Dreieck gehört zu den wenigen Orten, an denen der wahre Nordpol und der magnetische Nordpol übereinstimmen. Der wahre Nordpol ist der geografische Pol. Der magnetische Nordpol bewegt sich permanent um den wahren Nordpol herum. Hin und wieder treffen die Pole aufeinander und erzeugen ein Phänomen namens agonische Linien. Befindest du dich auf einer solchen Linie, verhält sich dein Kompass seltsam und zeigt nicht zum wahren Nordpol. Darum verschwanden Anfang des 20. Jahrhunderts so viele Schiffe in dieser Region. Die Menschen verwendeten gewöhnliche Kompasse. Sie hatten keine modernen Navigationstechnologien. Die Fehlfunktion des Kompasses konnte desaströse Folgen haben. Stell dir vor, du bist im Jahr 1901 Kapitän eines Schiffes. Dein Kompass weist dir den Weg. Du weißt, dass du immer nach Norden segeln musst, um das Festland zu erreichen. Du siehst auf den Kompass und bemerkst, dass seine Ausrichtung sich leicht geändert hat. Du musst also nachjustieren. Doch jetzt segelst du in die falsche Richtung, nur weißt du das noch nicht. Der falsche Weg führt dich in die Karibik. Dort gibt es unzählige winzige Inseln und das Wasser ist weniger tief. Dein Schiff läuft auf Grund, du steckst fest und hast keine Ahnung, wo du dich befindest. So verschwanden in dieser Region die Schiffe. Hättest du GPS gehabt, wärst du allerdings nicht vom Weg abgekommen und sicher angekommen. Übrigens kannst du heutzutage in diesem Bereich problemlos einen Kompass benutzen, da sich im Bereich des Bermuda-Dreiecks echter und magnetischer Nordpol nicht mehr überlagern. Im Moment befindet sich die agonische Linie woanders. Trotzdem verschwinden hier immer noch Schiffe. Und nun kommen wir zu der am wenigsten erwarteten Lösung für das Bermuda-Dreieck-Problem. Ja, hin und wieder verschwinden hier Schiffe. Der Grund dafür? Wasser, Ozean, Natur, nenne es wie du willst. Leider sinken überall auf der Welt Schiffe. Man muss nicht nur das Dreieck fürchten. Es gibt Bereiche im Atlantischen Ozean, in denen weitaus mehr Schiffe verschwinden. Das Bermuda-Dreieck ist nicht mal in den Top 10. Aber warum hören wir nichts darüber? Ganz einfach, weil die Märchen nun mal über diesen bestimmten Ort geschrieben wurden. Eine der meistbefahrenen Schiffsrouten des Atlantiks kreuzt das Bermuda-Dreieck. Und weißt du, wo statistisch gesehen die meisten Schiffsunglücke geschehen? Na, dort, wo viele Schiffe unterwegs sind. Also in genau dieser Region. Die einzig wahre Aussage über das Bermuda-Dreieck ist, dass es dort häufig stürmt. Doch schlechtes Wetter und hoher Wellengang versenken nicht zwangsweise Schiffe. Im Bereich des Dreiecks bilden sich auch viele Hurrikane. In der Region herrscht ein hoher atmosphärischer Druck. Dieser Druck lenkt Gewitterwolken in Richtung des Dreiecks. Heftige Stürme und große Wellen können Schiffe versenken und Blitze können Flugzeuge beschädigen, aber das ist nichts Einzigartiges. Wir können also nicht dem Dreieck die Schuld für alles geben. Es ist ein wunderschöner und malerischer Ort, der viele Touristen anzieht.